Ganz ehrlich, ich glaube, das wird richtig, richtig geil. Ja, das ist übrigens einer der Gründe, warum Männer nicht so lange leben wie Frauen. Wir gehen rein in Grubenhaus 3.0, das größte Shelter, was wir jemals bauten, Part 3 von den Naturensöhnen. Am 18.06. ist mein Buch erschienen, Inside SEK, ist inzwischen tatsächlich schon Spiegel-Bestseller. Danke daher an euch. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, checkt unten den Link in der Videobeschreibung auf, da ist das Ganze verlinkt. Am 15.07. kommt das Ganze auch als Hörbuch raus, das heißt, ihr könnt es euch dann auch als Hörbuch reinziehen. Danke für den Support, wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt auschecken und ja, viel Spaß damit. Wenn ihr wissen wollt, wie es heute weitergeht, dann bleibt dabei! Tachchen, Leute. Tachchen. Wir sind heute wieder draußen und heute geht's endlich weiter mit dem Grubenhaus. Ihr habt's ja gewollt und wir verstehen's auch. Große Projekte sind geil, deshalb wir erfüllen euch jetzt den Wunsch. Es geht hier weiter, es ist einiges zu tun und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja. So, ist schon der ganze Sache. Ja, was soll ich sagen? Die Dinger stehen noch. Wir müssen die als nächsten Schritt jetzt erstmal absägen. Die Grube ist noch da, ist ein bisschen die Seiten von dem Starkregen und so ein bisschen eingefallen. Ist aber überhaupt nicht schlimm, stört uns nicht. Ja, mehr ist schon, ist nicht, weil mehr ist noch nicht da einfach. Aber egal, jetzt geht's weiter. Und nach den paar Wochen ist natürlich alles hier wieder voll gewuchert. Hier sind kleine Pflanzen, Bäume, was auch immer überall. Naja, das kommt alles später weg, aber stört uns erstmal nicht. So, Freunde, erster Schritt ist jetzt erstmal diese ganzen Balken, 12 an der Zahl. Die müssen wir jetzt alle auf ein Maß runtersägen. Das wird jetzt eine richtige Pest. Damit ich glaube auch, dass das habe ich mir nämlich eben auch gedacht. Wenn du die jetzt alle ausrichten musst, Hölle. Dann müssen wir jetzt auch ein bisschen ordentlich auch mal arbeiten, Andi. Oh oh. Weil das muss alles schön parallel und so, ne? Alles schön auf einer Ebene, alles schön im Lot. Dann wahrscheinlich mit einer Schnur. Genau. Markieren und dann absägen. Ja, kriegen wir alles hin, ist machbar, wir legen los. So, der erste Balken ist der wichtigste. Jetzt ermitteln wir erstmal, welche Höhe wir haben wollen. Das ist ja allgemein ganz schön hoch. Naja, also das wäre schon ziemlich hoch. Das reicht da voll. Warte mal, da kommt ja noch ein Balken rauf ja, und ja. Darauf wird das schräg gemacht. Ja, eben. Und dann kommt ja da in der Mitte noch der Giebel, was ja auch geisteskrank hoch wird. Ist richtig, ja. Aber ich würde es. Also ja, dass man drunter stehen kann. Ja, du bist ja größer. Ja, mach das so hier. So, das ist es. Das ist es. Ja, hier. Krass, da haben wir ganz schön lange Stämme genommen. Na, wisst ihr vorher mal nicht, wa? Oh, jetzt auch noch gerade. Wisst ihr vorher mal nicht. Gerade sägen. Ja, gerade sägen und alle müssen auf einer Ebene sein. Ja, wir schon locker machen jetzt den Stamm hier. Oh, ja, jetzt quietscht das. Alle nochmal aus und sägen die dann ab. Boah, aber das ist kacke. Oh, ich kann dieses Quietschen im Ohr gar nicht. Komm, Gerrit, du hattest Urlaub. Du musst mehr schaffen. Nice. Ja, das ist doch gut. Das sieht gerade aus. So, wir müssen jetzt hier grob ermitteln. Du Knoten. Ich Knoten. Ich schlaufe? Oder so. So, dann hau mal rein, Augenmaß. Augenmaß? So vielleicht? Na, warte mal, ich halt. Da würde ich aber schon mal die Wasserwaage anlegen irgendwie. Das ist jetzt fest, du guckst von da Augenmaß. Und dann machst du den Schlitz. Ja, und ja, dann kriegst du die Säge und du reißt dann überall an, wo wir sägen müssen. Hast du mal eine Wasserwaage, Andi? Oh, nee, höher. Und mach mal, geh mal, genau. Ja, das ist es. Das ist es? Das ist es. Krass. Es wirkt da jetzt höher, ne? Ja. Aber ist es nicht. Na? Und gleich guckt der und das Ding ist so. Zack, und da markiere ich jetzt auch an. Haben wir es. So. Lass mal noch da. Ich will noch mal hier kurz nach. Mach mal. Du kannst aber nicht einfach den Zollstock nehmen, die Länge messen und auf den Stamm übertragen, weil es sein kann, dass der höher steht. Na, sag mal. Mal. Okay, das ist es. Geil. Gut, dann kann die Schnur jetzt erstmal wieder weg. Ja, und dann sägen wir jetzt erstmal. Oh, wow. Komm schon. Ja. Nice. Boah, was eine Überblendung. Boah, wir haben alles abgesägt. Alles auf einer Linie, außer der da rechts. Ja, das sieht vielleicht aber auch nur so aus. Da haben wir ein bisschen verkackt, aber ist nicht schlimm, das überlappt ja alles. Pipapo. Jetzt müssen wir uns irgendwie ausdenken, wie wir das mit dem Balken machen, weil wir haben ja sehr, sehr doofe Maße, muss man einfach mal so sagen. Wir werden nicht drum rumkommen, ihr Pimmelnasen, dass wir einfach... ihr Pimmelnasen.
Aber nochmal ganz kurz, ich erkläre das nochmal kurz, warum man nicht einfach hier einen Zollstock ansetzen kann, kann hier 1,80 abmessen und hier drüben auch. Weil wenn du vom Boden misst und der Stamm hier, die Erde ist nicht lotrecht und so weiter und so fort, dann kann es sein, dass dein Stamm, der hier 1,80 ist, trotzdem höher steht als das hier. Ist einleuchtend. Deswegen muss ich eine Schnur nehmen, weil es kann ja sein, dass der Stamm hier 2,10 Meter ist, aber trotzdem auf derselben waagerechten Höhe wie der Stamm, der hier steht, der nur 1,80 ist. Macht Sinn? Gut. Muss man einfach mal so sagen. Wir werden nicht drum rumkommen, ihr Pimmelnasen, dass wir einfach von da absägen zur Hälfte und dann wieder zur Hälfte und wieder zur Hälfte. Das ist ja und die belastend. Ecken müssen wir schräg sägen, damit würde ich aber sagen, das sind die stopp mal, das sind die Falkner Handschuhe hier. Warte. Da muss er Angst haben bei den Handschuhen, wenn er diese Bewegung macht, dass dann nicht gleich ein Weißkopfseeadler landet. Von da absägen zur Hälfte und dann wieder zur Hälfte und wieder zur Hälfte. Das ist ja richtig belastend. Ecken müssen wir schräg sägen, damit würde ich aber sagen, jetzt nageln wir fest und sägen es dann da drauf. Ja. Das ist, glaube ich, geiler. Jetzt müssen wir auch angreifen, weil das wird richtig lange dauern, aber relativ stumpf für euch zum Zugucken sein. Deswegen müssen wir jetzt mal angreifen hier. Als allererstes brauchen wir natürlich sehr viel Material und das holen wir jetzt. Hat sich aber... Panzerbär? Ich kenne auch einen Panzerbär. Knackig anhören. Ui. Hebelgesetz. Schade, Alter. Ja. Dass der so nicht reicht. Ist es nicht. Egal. Hast du? Aber sieht schon sehr gut aus. Ich muss jetzt auch daran denken, dass wir hier absägen. Das heißt, ich muss rechts den Nagel reinmachen. Also jetzt ist die Frage. Ist das wir denken erst und nageln dann, ja? Ja. Wir denken erst und nageln dann. Guck mal, wie der ausgerichtet ist, der Schnurbi. Einmal frei. Ja, ich kann ja, also wir können den Balken ja allgemein, den ziehen wir danach da, wenn wir den rüberlegen. Das machen wir richtig geil. Das gefällt mir schon mal gut. Und den Leuten erzählen wir, das sind alle schön in der Wahl. Ja, natürlich, das wird ja auch noch alles in sich versteift. So, und genau. Ich muss hier rein. So, und was wollen die da jetzt noch sehen? Geiler Typ, sehr gut. Ja, danke. Die Säge ist nicht schlecht, sollten wir vielleicht jetzt immer verwenden. Geht ein bisschen schneller. Alter, hat die Flugrost angesetzt. Irgendwer muss mal das Werkzeug pflegen, ich sage es dir. Bisschen abkratzen und ein bisschen Öl rauf. Oh, hier? Bisschen Waffenöl rauf. Leute, der Sommer ist ja in vollen Zügen da und da ist es besonders wichtig, vor allem wenn ihr dazu tendiert, euch einen Wolf zu laufen, die lange Unterwäsche von Snox am Start zu haben. Diese Box ist die allergeilste. Also, ja. Mach mal weg hier, guck mal weg. Du willst schießen, ne? Ja. Hä? Warten. Ach, durch meine Brille. Ich hab mich halt gewundert, warum da so ein Regenbogen war. Alles normal. Ja, dann ist es so, oder was? Weil am liebsten würde ich den ja eigentlich... Oh! So wäre gut. Das ist die Asche da unten. Sprachig. Okay, ja, zwei Nägel rein, fertig. Und dann wird abgesägt. Geil! Das ist jetzt Fleißarbeit, ne? Das ist wirklich Fleißarbeit. Hey, Bro, gibst du mir keine Nagel, Bro? Willst du von unten nageln, oder? Hey, Bro! Warum spaltet denn sich das Holz hier so doll? Du wirst ja nicht daneben schlagen. Kleiner, mieser Sohn einer... Ja? Okay, cool. Bestester Freund, schön. Bestester Freund, ja. Komm, Gerrit, halt dagegen, komm! Ich meine, klar, Profis hätten sich jetzt wahrscheinlich eine Leiter gebaut. Ach komm, lass. Aber lieber auf Risiko hier am Rand stehen. Ey, ist doch gut. Das, was einbricht. Jetzt noch absägen. Ja, wir kommen gut vor. Also, ich bin echt gespannt. Mann, das ist geil. So ein eigenes Waldstück ist natürlich für solche Projekte richtig geil. Also, da muss man schon leider sagen, sowas habe ich natürlich nicht. Ja, das ist übrigens einer der Gründe, warum Männer nicht so lange leben wie Frauen. Oh, jetzt klemmt's. Warte. Ja. Nur Spaß, sieht nur gefährlich aus. Der steht da gut da unten, kann nichts passieren. Vorsichtig, Andi. Oh ja. Oh. Oh.
feiere das Grubenhaus hart ab. Wildhammer. Das passt. Bisschen Bauschaum, fertig. Bisschen Bitum, Bleilack. Arbeitssicherheit, wollte ich gerade sagen. Oh oh. Klar gibt's auch Sägeböcke, aber... Brauchen wir ein bisschen Fleisch? Na, die Säge. Ja. Aber guck mal, das kann ja nicht passieren. Ah ne, was soll schon schief gehen? Genau. Wir sind hier alle gut versichert. Ab morgen. Ab morgen. Wenn es dann passiert ist. Ja, na. Und jetzt, oh, jetzt könnt ihr schon von oben gleich gucken, wie das passt. So. Achso, ich puste, wenn du. So, und jetzt, komm. Oh mein Gott. Na gut, zwei daneben. Gut, okay. Und das muss jetzt einmal rum, weil ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie das Dach werden soll. Ihr? Es war alles gut, perfekt. Es ist mega, es ist ein Traum. Mann, bitte. So. Was ist denn da mit dir? Check. Alter, passt ja richtig gut, wa? Tatsächlich, ja. Ein bisschen scheiße, dass wir so erstaunt sind, dass es gut passt, aber... Das weiß man nie. Alter, aber das ist ja wirklich... Guck dir mal bitte die Verbindung... Ist ja keine Verbindung, aber wow! Na, wie nennt das sich? Auf Gärung, ne? Ja, auf Gärung, genau. Yes! Check. Ganz ehrlich, ich glaube, das wird richtig, richtig geil. Oh, schön schräg gesägt. Das passt trotzdem. Aber ihr könnt ja raspeln mit der Säge. Perfekt. Guck mal hier, der passt sogar das Reststück. Oh, geil! Ja, Mann, der zerbrochene. Pass mal auf, wenn ich den jetzt wieder so ein bisschen drehe, ja. Dann passt jetzt sogar mit der Schräge. Oh, es ist schön, so Sachen so hinzufuschen ist geil. Wirklich? Viermal? Nein. Da ist ein Schlag rein. Komm, konzentrier dich. Warte, richtig dummer Winkel. Vorher durch. Ja, wir cutten das so, dass es aussieht wie ein Schlag. Perfekt. Cool. Hier wird ja nicht mehr gecuttet. Kannst du das leicht runterdrücken gleich? Wäre zauberhaft. Ja? Geil. Ich bin aber gerade in einer Schlingfalle. Das hält das Sägeblatt aus. Da muss man echt mal sagen, das spricht halt für die Qualität der Säge, dass sie unsere Fehler verzeiht. Das, meine Freunde und Freundinnen, ist der letzte. Tu es, passe es ein. Ha. Nein. Was? Mach dir mal fest. Ja genau, also schieb mal zu mir erstmal. Ja? Ach, schade. Das, und halt mal den Winkel. Das sind so Dinge, die würden mich hardcore ärgern, sage ich dir ganz ehrlich. Genau. Jetzt kommt die Magie. Jetzt kommt ein bisschen Fusch. Es geht Fusch. Nee, noch nicht, ja. Guter Fusch ist noch lange kein schlechtes Handwerk. So. So. Und guck mal, Leute, jetzt passt es so um... Oh, doch. Um eine Faust. Um eine Faust. Jetzt denkt ihr euch, das ist ja kacke. Und wir denken uns... Wir schieben das jetzt einfach ein bisschen zusammen. Wir schieben das zusammen, beidseitig. So. Ja, geil. Schieb mal. Ah, obwohl, du musst diesen Balken, der da ist, noch nach außen drücken. Sehr doll sogar. Ja, das ist dann... Ah. Ja, das ging ja auch. Ich weiß nicht, ob das so... Also... Hier noch. Ja. Zack. Siehst du, und es bleibt so. Ja. Oh, ist das geil, Alter. Oh ja, schöne Flo. Passt. Ja, sieht doch gut aus, aber wenn das so hält, habe ich nichts gesagt. So, jetzt müssten wir eigentlich noch... Jetzt sehen wir mal und die Zuschauer, wie krank groß das eigentlich ist. Das ist crazy. Eine richtig schöne Fläche diesmal. Ja. Geil. Das ist die Frage, Andi. Wir wollen ja hier die Streben reinmachen. Ja. Machen wir auch noch das Dip quasi in sich. Machen wir da auch noch welche? Ja, wahrscheinlich schon. Wäre schon ganz geil, ne? Dreiecke, Leute. Wir brauchen Dreiecke, damit sich und das alles stützt.
müsste ja auch gar nichts dramatisch Großes sein. Es geht ja einfach nur darum, dass es sich nicht bewegen kann. Genau. Na, wir gucken uns da mal was aus. Zeigen wir euch gleich. Ich wollte gerade sagen, da würde ich jetzt gerne mal wissen, worüber die genau reden. So, jetzt haben wir uns gedacht, wir wollen hier eine Rautenstabilisierung. Und das ist auch der Fachtermini dafür. Der Fachterminus natürlich. Und zwar kommt das Ding jetzt hier drauf. Und da ist es auch scheißegal, wie das aussieht. Das muss jetzt hier nur halbwegs ausbalanciert sein. Aussehen. So, dass es hier grob in der Mitte ist. Bei dir grob in der Mitte, ja, und dann lenken wir das nochmal ab, dass das außen schön glatt ist, und dann ist gut. Also hau ich jetzt einen rein. Ja, warte mal, aber wir benutzen mal den natürlichen Fallwinkel dieses Dings. So vielleicht. Ja, dann müssen wir fast nichts absägen. Ja, dann passt das. Dafür müssen wir da absägen. Ich bin ehrlich, ich hab's noch nicht. Ja, okay. Sieht sehr komfortabel aus. Oh, Alter, ey. Was ist denn das? Ihr müsst wissen, Andi hat wieder 2-3 Bierchen getrunken in der Pause. Wie mal Daumen passt das. Was heißt denn wieder? Spinnst du? Was heißt denn wieder? Ich weiß, weil ich genug hab. So. Stark. Die Raute steht. Die Raute! Jetzt schauen wir, ob das schon mal was gebracht hat. Ja? Ja. Das ist jetzt komplett versteift. Alles wackelt zusammen, aber nicht mehr einzeln. Das ja, ist, das, das ist genau. Schon mal gut. Und das einzeln und wackelt. Jetzt? Aber wenn ich das sehe, wie soll denn dann das Dach werden? Wird das dann auch so? Läuft das dann so zu? Aber noch die hier kommen. Dann wackelt es auch nicht mehr einzeln. Dann ist schon mal gut. Ja. Das sieht jetzt optisch komisch aus von da oben. Später, wenn da ein Dach drauf ist, so, sieht man das eh nicht mehr. Das ist jetzt nur für die Statik. Ach so, okay. Also hat das mit dem Dach erstmal nichts zu tun. Weißt du, was ich jetzt noch sehe? Nein. Das ist richtig wild, Andi, aber das könnte ich mir richtig cool vorstellen. Was? Ich spinn mal nur rum. Rede zum Mikrofon. Jetzt stellt euch mal vor. Jetzt kommt ja hier, wissen wir ja alle schon, so ein schönes Giebeldach drauf. Okay, ein Giebeldach, alles klar. So, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Aber wenn du jetzt die Flächen hier komplett auslegen würdest, dann hast du hier oben Staufläche und dann hast du da oben auch diese Plätze, die wir beim letzten Mal so geil fanden, wo du dich hier oben hinsetzen kannst. Und dann dazu die Feuerstelle hier in der Mitte, mega. Ja. Was sagt ihr dazu? Würde ich sofort so machen. Zeige euch, wie es ist. Ich find's geil. Kann man machen eigentlich, ja. Stimmt. Also es ist eine spontane Idee und dann sieht es, glaube ich, auch ganz cool aus. Stell dir vor, du hast dann hier wirklich nur die Raute drinne hängen. Ja. Und da oben noch so Staubfläche. Ich find's geil. Das ist es. Können wir tatsächlich umsetzen? Ja, können wir. Ich meine, es ist ein bisschen nervig, das so zu beplanken, aber gut. Nee, finde ich gar nicht. Und wenn du hier eh sitzen kannst, kannst du hier oben wahrscheinlich sogar pennen. Das wäre mega. Das ist ja quasi dann einfach so weiterlegen, ne? Genau. Und da, ich würde fast sagen, einfach Stämme random so bababababab festmachen und dann absägen. Das machen wir auch so. Ist ja relativ easy auch. Ich find's ja, geil. Es ist mir wirklich egal, was ihr jetzt kommentiert. Wir machen das. Aber schreibt's trotzdem in die Kommentare. Ja, natürlich. Schreibt trotzdem eure Meinung. So, für die Querstreben brauchen wir jetzt wieder jede Menge Holz. So, wir sägen uns jetzt hier Winkel rein, damit das alles ein bisschen stabiler ist. Also kriegen jetzt diese Felder quasi noch Querverstrebungen, okay? Hier, fertig. Wir mussten nicht dreimal nachsägen, weil das quasi windschief war. Nein. Ich bin richtig nervige Arbeit an. Crazy shit. Right aber now. Gut, jetzt passt das so ungefähr. Das hat doch aber gerade gepasst. Ja, ich hab da ein bisschen Erde runter gemacht, damit das auch ordentlich anliegt. Deshalb. Hat mal jemand einen Hammer? Ja, hab ich. Aber brauche ich nicht. Ich will deinen Hammer nicht annehmen. Du kannst ihn behalten. Oh, der hat aber jetzt geholfen, du. Ja, schön. Dann können wir jetzt festnageln. Oh Gott. Ab wann kommt bei sowas eigentlich das Bauamt? Wenn das ein Fundament hat, erst dann, oder? Ja, nice. Boah. Noch schnell einen Asten hier. Mit einem Hammer, Alter. Ja gut, warum nicht? Funktioniert ja trotzdem. Ich sag euch, Hammer, das Bushcraft-Werkzeug.
Nächste Ecke. Es geht voran, Prinz. Ah! Ist immer so unangenehm, so eine Sachen zu behalten. An dieser Stelle, wenn ihr Grubenhaus 1 und Grubenhaus 2 noch nicht kennt, würde ich jetzt mal angucken. Da haben wir Playlisten gemacht, wie gesagt, Grubenhaus 1, Grubenhaus 2. Grubenhaus 2 ist sehr, sehr geil geworden. 1 eigentlich auch, aber das war dann zum Schluss sehr sandig. Echt? So sandig war es doch gar nicht. Ich muss mal jetzt ehrlich sagen, das geht mir auch ein bisschen zu gut voran gerade. Es ist krass, also, ne? Also muss irgendwas schief gehen jetzt noch. Keine Angst, das wird's. Kannst du nicht weitergehen? Alter, das ist so krank. Das ist das Beste, wenn beide Ecken das haben. Alter. Es hat sich ja gestern schon weniger bewegt durch die Raute oben drauf. Aber das ist ja verrückt. Ja, jetzt ist gar nicht. Ah, okay, gestern, die filmen also schon seit 2 Tagen. Wir hatten gestern noch das Problem, dass das ganze Ding logischerweise in schwankte. Sich. Jetzt nicht mehr. Ja. Top, Alter, richtig geil. Dreiecke sind's. Schön, dass wir die nach 8 Jahren Bushcraft auch mal entdeckt haben dann. Als 30er. Wahrscheinlich ist so ein Grubenhaus geht, weil es so exotisch ist und da nirgends genau beschrieben. Bei einer größeren Gartenhütte ist ja zum Teil auch schon Thema, ja. Ich bin mir da nämlich auch nicht sicher, weil Martin musste seinen Bunker ja abreißen wegen Baugenehmigung, ne? Scheiße, sagt er. Scheiße! Fast. Ja, geil. Bitte noch, wenn die Wände da. Ja. Der Rest werden die Wände alles machen. Alter, ist das groß diesmal irgendwie. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt, haben wie groß. Haben wir uns übernommen, fragezeichen.de? Nee. Das ist Materialschlacht halt wieder, ne? Das, allein die Wände, was das für eine Materialschlacht wird, kannst du dir ja nicht vorstellen. Naja, doch. Das Gute ist, ja, okay, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ja, das stimmt echt, ne? Ja? Also das ist ja wirklich krank. Das wäre richtig geil, aber das ist Quatsch, wenn wir jeden Stamm aufspalten könnten. Schnell, in einer schnellen Art und Weise, aber es geht nicht. Ja. Weil dann könnten wir aus einem Stamm aber 2 rauskriegen, hätten die gerade Fläche dran. Ja. Weißt du, aber das ist Quatsch. Wäre auch leichter zu nageln. Ja, aber das, ja. Da musst du so viel Keile ansetzen, das geht nicht. Also es geht selbst schon, mit irgendeiner Maschine würde es nicht schnell gehen, sag ich mal. Ja. Nicht schnell genug auf jeden Fall. Gut, okay. Fett. Eingang, Dach kommt so, Fenster, Fenster, Fenster. Wir brauchen sehr viel Luftzirkulation wieder, sonst schimmelt nämlich alles, das wissen wir schon. Und wir brauchen sehr viel Licht drin, sonst ist es so komisch bunkerartig, das wollen wir auch nicht. Ansonsten, und wir können ja mal überlegen, was für eine Art von Feuerstelle wir hier reinbauen werden. Wird diesmal wieder ein bisschen anders. Falls wir es noch nicht verraten haben. Haben wir schon verraten? Ich weiß es nicht. Ich soll erst mal jetzt reinschreiben. Jetzt über eine Frage an euch. Habt ihr noch irgendwelche Ideen für das Grubenhaus, was unbedingt hier rein muss? Dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Freunde, haben wir eine Idee für das Grubenhaus? Das war's jetzt auch schon mit der Folge. Wir haben viel geschafft. Jetzt sieht man die Erstmal würde ich einen 3x3 Meter Schwenkgrill reinbauen. Ausmaße von dem Teil noch ein bisschen mehr. Es ist gut stabil geworden und es ist eine gute Grundlage, jetzt auch weiterzubauen. Ja, wir hatten jede Menge Spaß dabei und wenn ihr auch Spaß hattet, dann sehen wir uns wie immer am nächsten Samstag um 10 Uhr. Also bis dahin, ciao. Ciao. Was haben wir für eine Idee? Ein Keller, Grill, Schwenkgrill und Idee Schlafplätze in der Ecke der Ebene 2. Sehr geil. So, haben wir das. Ah, natürlich noch auf Gefällt mir geklickt, ne? Ist ja klar. Hier, muss sein. Immer schön Daumen nach oben.